Also Elektromobilität ist für mich schon immer ein Thema gewesen, mit dem wir Bürger dafür sorgen können, dass weniger CO2 emittiert wird. Elektromobilität ist besonders in größeren Städten, in denen viele Staus sind, in denen Straßen von CO2-Emissionen betroffen sind, vom großen Vorteil. Wobei wir durchaus wissen, dass Elektromobilität im Augenblick noch nicht die kostengünstigste Mobilität ist. Aber Politik bedeutet für mich immer, dass wir auch lenken und steuern. Zwar volkswirtschaftlich effizient, aber das machen wir sowieso nicht überall volkswirtschaftlich effizient. Und wir als Vorreiter, also Deutschland als Vorreiter im Bereich grüne Energie, sollte dafür sorgen, dass gerade dieses Thema insbesondere in den Ballungsgebieten nach vorne kommt. Elektromobilität hat hier Vorteile. Man kann recht viele Zapfsäulen in den einzelnen Städten installieren. Auf der einen Seite, man kann dafür sorgen, dass die Elektroautos auch etwas kleiner sind, vielleicht mehr Parkplätze, weniger Stau. Es gibt recht viele Vorteile. Natürlich weiß ich auch, dass aus aktueller Sicht, wenn ich längere Strecken fahre, ein Dieselauto, also ein Auto, das 3, 4, 5 Liter verbraucht, noch effizienter ist. Deshalb müssen wir aber gerade dieses Thema heute schon unterstützen, damit wir morgen den Quantensprung schaffen, Speicherung auch im Auto, sichere Speicherung, sodass auch das Thema Brandschutz und so weiter im Auto recht schnell in den Griff bekommen wird. Und ja, deshalb kann ich nur sagen, das ist ein super Thema.